habe ich jetzt mal ein bisschen was hier gefräst. Das wird ein kleiner Bohrtisch für meine Bohrmaschine da oben. Und hier kommt jetzt eine sogenannte T-Nut rein. Und bevor ich das T an der Nut aber mache, habe ich erstmal überhaupt eine Nut reingefräst. Und das habe ich in 3 Schritttiefen gemacht. Und ich muss sagen, das ging echt erstaunlich gut, obwohl dieses Multiplex-Birke ja sehr hart ist. Hat sich das wirklich sehr schön gemacht und ja, jetzt werden wir das T da dran basteln. Das ist diese Fräse, wie ihr seht. Sieht aus wie so ein kleines T. Ich habe den jetzt schon ausgerichtet und er läuft dann quasi in diesen Schlitz lang und macht im Idealfall eine Nut nach links und nach rechts. Und das Ganze mache ich nur mit diesem seitlichen Führungsanschlag hier. Und das geht erstaunlich gut, aber das ist halt auch, weil das hier auch eine schöne Kante ist, wo ich das lang führen kann. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie er jetzt durch diese Birke hier durchballert und hoffentlich da mir eine schöne T-Nut hinterlässt. So, das ging erstaunlich gut. Das Teil ist da durchgeflitzt. Das war der helle Wahnsinn. Also der ist wirklich scharf. Und er hat hier eine super Nut hinterlassen, wie ihr seht. Und genau deswegen brauche ich das. Also ich kann jetzt hier eine Schraube reintun. Und die hat zwar ein bisschen Spiel. Ich kann sie hin und her schieben. Aber sie kann nicht verrutschen. Und kann nicht nach oben raus. Und ich kann dann die Mutter hier festziehen. Und das ist die Idee dahinter. Und ich muss echt sagen, der Kauf hat sich gelohnt. Also ich bin gerade mega begeistert. Ich werde gleich noch die zweite Nut machen und bin mal gespannt, wie es wird. So, das ist jetzt das Bohren mit meinem neuen Bohrtisch. Ja, ist noch nicht ganz fertig. Ich würde gerne noch eine Einlage machen. Das hier ist auch wahrscheinlich noch zu hoch. Ich werde wahrscheinlich noch mal das gleiche ein bisschen flacher machen. Aber es tut, was es soll. Und ich kann jetzt die hier immer schön hier reinlegen. So, zack, und dann wird das nächste genau in Position. Ich muss nicht alles anzeichnen und suchen. Ich kann das schön der Reihe nach wegmachen. Und wie man sieht, es sind ein paar. So, Feierabend.